So, hallo und alle, willkommen zu einer weiteren Folge Redstone Mania. Heute gibt's beziehungsweise einem neuen Projekt Redstone Mania. Und zwar Redstone Mania 4.0. Ne, 3.0, sorry. Wir bauen heute, beginnen wir beziehungsweise mit dem Projekt Bahnhofsystem. Und zwar zwei Gleise, eine Richtung, eine Bahn. Ja, das kann ich ein bisschen erklären. Und zwar hat man zwei Bahn, also zwei Gleise. Und ein, also nicht eins für uns zurück, sondern, ach, ihr seht's. Hier bauen wir schon mal das erste Gleis und gleich, ich glaube, das waren vier Blöcke Abstand, die wir gleich einhalten müssen, zum zweiten Gleis. So. Oh, das, naja, aus Fehlern lernt man als Restaurantologe. Also, ja, wir sind hier beim folgenden mit dabei. Die Schienen zu platzieren. Das ist ein, ich meine, 10 bis 12 langes Projekt. Ich habe nämlich schon das Ganze aufgenommen. Wir bauen jetzt hier das Schienensystem, was wir mal da hinten als Tutorial, habe ich euch wahrscheinlich das schon mal gezeigt, wo jetzt zum Beispiel hast du ein bisschen Zeit zwischen einem und anderen. Das bauen wir mal. Und zwar geht es los mit einer Grube hier vorne, zwei zur Seite, und dann geht's mal ein bisschen frischer los. Hier haben wir dann den Torch Tower, der dann die Schienen bebaut. Ja, das ist wiederum mit. Nein, da müssen wir, glaube ich, nichts. Nein, wir müssen da nichts implementieren, aber wir bauen hier noch einen größeren, weil ja die Bahn jetzt nicht reinfahren soll und direkt wieder raus. Also deshalb bauen wir hier hinten noch einen weiteren Kondensator dran, also eine Schablone für Kondensatoren haben wir schon gelegt. Diese geht von da unten aus hier rein und dann die Komparatoren fehlen nur noch. Ganz nice Geschichte. Und das, ich habe mir das nämlich vorher schon mal gebaut, ich kommentiere es im Nachhinein nach, weil ich musste da richtig grübeln und das war jetzt nicht so gut, wenn ich das direkt live eingesprochen hätte. Ja. Diese beiden Kondensatoren sind, also der kleine geht zuerst aus, aber dafür hat er den großen für eine längere Zeit gespeist. Hier gibt es einen Repeater-Output und der geht dann in den Torch-Tower. Hier brauchen wir eigentlich keinen Repeater. Nein, das mache ich da falsch. Weil man eigentlich die Kondensatoren an sich schalten kann. Und somit entsteht eine unendliche Stromquelle. Ihr versteht mich hoffentlich. Ja. Also die erste Folge bauen wir jetzt hier nur noch an diesem ganzen System. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch abschalten. Ich würde auch sowieso gleich meine Schnauze halten wollen. Ich bin noch ein bisschen im Urlaubsstress, weil wenn ihr dieses Projekt seht, ist es schon nach den Sommerferien. Also wir gucken es an. Wir testen es. Ist aus, aber nun hier gibt es eine unendliche Restzone-Quelle, die ist aber noch nicht behoben, denn diese Repeater sind da falsch. Sehe ich das so spontan. Ja, diese Repeater sind falsch, definitiv. Ja. Wir versuchen es mal. Nein, wir machen ohne Repeater. Sondern. Beim anderen Gleis werden wir noch ein paar mehrere Geschichten laufen lassen müssen. Also jetzt müssen wir irgendwie noch diesen großen Kondensator mit reinbekommen. Das ist ein bisschen schwieriger. Naja, ich gucke mir das mal kurz an. Also Doktor. Jetzt könnten. Nein, das ist wiederum falsch. Der Kondensator ist wieder gespeist, aber. Nun, wir können jetzt ja keinen Repeater sperren sofort. Weil, wenn der Repeater an ist, gibt er noch das Signal durch. Und der gesperrt ist. Also, da kommt bekommen wir noch ein Signal raus. Und so würde es auch nicht funktionieren, weil wir ja diese Schiene da anpowern müssen. Naja, das werden wir uns wahrscheinlich nächste Folge kümmern müssen. Unsere Folge ist heute 5 Minuten 3 lang und wir sind schon bei 4 Minuten 40. Das könnte auch vielleicht gehen. Das könnte gehen. Naja. Zeig mal her. Wird das gehen? Wenigstens. Das könnte bald Switch-Gefahr sein. Kondensatoren laden. Ja, hier gibt es eine unendliche Redstone-Quelle. Das ist natürlich erstmal.